Hallo YouTube, hallo Zocker, hallo Wiesenfreunde, herzlich willkommen zurück hier bei Nick Frei Zockt, Prison-Architekt in der Frauenknast-Release-Version, sollen wir es mal so sagen. Ich habe jetzt mal eine andere Begrüßung, ich weiß langsam auch nicht mehr. Okay, also, ja, dieser Raum, Scheibenkleister war es, habe ich falsch gebaut. Wir reißen ab die Tür, wir reißen ab die Tür. Das bauen wir alles ab hier. Das ist Mist, aber was willst du machen? Ich habe keine andere Wahl. Im Inventar müsste es ja bleiben. Dann machen wir hier den Einlieferungsbereich hin. Den habe ich nämlich vergessen. Ja. Und da hat mir auch meine Planungstool nicht weitergeholfen, weil wenn du es vergisst, planst du es halt auch nicht ein. Und das ist genau das Problem. Es ist halt, es ist so eine durchwachsene Sache. Du musst an so viele Dinge denken hier, das ist, puh. Kopf qualmt. So nach dem Motto. Ich bin jetzt noch was am Überlegen, wo ich mir noch nicht so 100% sicher bin, ob ich das umsetzen will und wie ich das umsetzen will. Es ist schwierig. Sagen wir es einfach mal so. So, was macht er mit den Lampen? Reißt er die auch ab oder was? Das wäre natürlich doof. Warum macht dem keiner die Tür auf? Was ist mit dem da? Warum geht er nicht rein und erholt sich? Ach, weil er keinen Personalraum mehr hat. Ich hält. Wir haben übrigens immer noch keine Putzfrauen, glaube ich. Hausmeister, da haben wir Hausmeister. Wir machen mal 1, 2, 3, 4, 5 Hausmeister auf unsere Rechnung. Dass mal geputzt wird in dem Saustall hier. Hier sieht es ja aus wie Hund, sieht es hier aus. Ja, seht ihr, wie die putzen und dann werden direkt die Böden sauberer. Wird ja auch mal Zeit, ey. Hier sieht es ja aus. Das ist ja, boah, unglaublich. Und die haben tatsächlich, die haben die Dinger weggeworfen, die Lampen. Wenn ich das richtig sehe. So. Wir machen hier eine Wand. Und machen hier eine Wand. Mit hier in der Mitte eine Personaltür. Und mit hier jeweils eine Tür, die einfach zu öffnen ist. So, hier hinten machen wir mal schnell unseren Personalraum wieder rein. Machen aber auch hier mal eine Personaltür für weiter nach hinten. Wo haben wir denn den Personalraum? Gemeinschaftsraum, Besucherraum, Dusche, Sicherheit, Family Cell, okay. Nursery, Activity Room for Prisoners with Babies. Es wird immer besser hier. Haben wir denn schon Gefangene mit Babys? Ich weiß es nicht.
So, wir brauchen einen Tisch oder mehrere Tische. Ich weiß es auch nicht genau. Wir machen mal zwei Tische hier hin. Und wir brauchen einen Schreibtisch, den ich mal hier hinstelle. Und dann einen Stuhl praktisch hier hinstelle. Brauchen wir noch irgendwas? Nö, haben wir alles. Gut, dann brauchen wir immer noch den Personalraum, wenn ich nur wüsste, wo der ist. Lagerraum, Küche, Kantine, Dusche, Hof, Gemeinschaftsraum, Putzraum, Personalraum, da haben wir ihn doch. Den machen wir hier rein. Ein paar Lampen können wir durchaus auch noch gebrauchen. 1, 2, 3, 4 und hier genauso. 1, 2, 3, 4. Müsste eigentlich reichen. Können hier noch ein paar Lampen hinsetzen. Passt's. Das heißt jetzt so gut Deutsch, durch den Raum werden alle Gefangenen geschleust. Sie kommen hier rein, dann geht's hier rein. Dann, naja. Also ich würde gern, das sage ich ganz ehrlich, und deshalb bin ich da auch gerade am Überlegen, wie ich das machen soll. Ich würde ganz gern hier noch so eine Trennwand einbauen. Aber das funktioniert nicht so recht, glaube ich. Wenn ich das mache. Ich probiere es mal. Mal gucken, was draus wird. Jetzt muss nämlich alles durch diese Rezeption. Da bin ich mal gespannt, was daraus wird, was das hier gibt. Was haben die denn für Probleme? Die marschieren alle da rein und dann wieder raus. Jetzt hat es einer geschnallt und marschiert durch. Oh, und packt ein Bild weg, was da rumliegt, was wir vergessen haben. Ja, also wie gesagt, das ist jetzt im Prinzip so nach dem Motto, hier kommt nicht mehr jeder rein, sondern die müssen alle durch die Rezeption und kommen dann erst ins Gefängnisinnere rein. Puh, ich weiß nicht, ob das gut ist oder ob das schlecht ist. Es kann sein, dass wir die Mauer auch wieder wegreißen. Wir probieren es mal, ob das irgendwie was Sinnvolles bringt. So, so viel schon mal dazu. Personalraum müssen wir noch ausstatten. So viel wissen wir. Wir brauchen das Radio. Das stellen wir mal hier hin. Dann brauchen wir unsere Sessel. Die machen wir mal dahin. Haben wir die jetzt richtig rum aufgebaut? Ich weiß es nicht. Stellen wir mal hier die Couch hin. Machen wir hier noch die zwei Getränkeautomate hin. Und dann passt das Ganze doch wieder. Dann haben wir auch wieder einen Personalraum, wo sich das Personal schön erholen kann. Nö, die stehen falsch rum. Bin ich mir ziemlich sicher, dass die falsch rum stehen. Oder ich habe einen Knick in der Optik. Kann natürlich auch sein. Sehen wir gleich. So, wo haben wir die Sofas? Wir hatten einen Knick in der Optik. Die waren richtig rum. Ist auch egal. So, jedenfalls, der Personalraum steht wieder, die Rezeption steht wieder. Wir haben hier so eine Eingangs-Ausgangsschleuse, die ein bisschen, die mich ein bisschen verwirrt, gebe ich offen zu. Ich bin am Überlegen. Wir könnten hier mal ein paar Lampen bauen. So, wir können auch dann hier drin mal ein paar Lampen bauen. Weiß noch nicht genau wie. Wir machen es einfach mal so. Das sind unheimlich viele Lampen, aber wurscht. Egal. Hauptsache Licht. Und dann brauchen wir Besucherbänke. Ach, wo sind die jetzt wieder? Hier, Besuchertische.
So, einer, zwei, drei, vier, fünf. Dann haben wir hier die Besuchertische, dann machen wir da draußen Besucherraum. Wo ist denn der Besucherraum? Haben wir den überhaupt schon freigeschaltet? Da, Besucherraum. Und dann packen wir hier mal ein Fest rein. Genau wie wir hier mal ein Fest reinpacken. Wobei hier wäre, glaube ich, besser. Der hier kann die Tür aufmachen, dann können wir... Das ist natürlich Schrott. Das soll natürlich nicht alles hier begutachten. Wir brauchen mal schnell ein paar Zäune, um dem Ganzen so ein bisschen Einhalt zu gebieten, dass wir besser unser Personal managen können. So, ein paar Türen müssen wir definitiv von Schließern auf und zu machen lassen. Und dafür haben wir jetzt hier diesen Zaun gebaut und jetzt auch den nächsten. Und jetzt springt es um und jetzt können wir dann praktisch hier noch eine Polizeikraft hinsetzen, damit der dann hier die Tür öffnet, wenn da jemand dran muss. So, der lümmelt jetzt irgendwo da rum in dem Gebiet. Dann passt das. So, die wollen natürlich auch was essen. Das ist ein großes Problem, was wir haben, denn ich habe irgendwie noch gar keine Leute irgendwie gefüttert, weil ich habe da doch... Da hinten haben wir eine Kantine. Hab da doch dran gedacht. Das ist schon kurios. So, da setzen wir noch einen hier ein. Da muss ja auch einer die Schleuse auf und zu machen. Und dann würde ich sagen, machen wir die Tür hier entriegelt. Die hier bleibt verriegelt. Die erstmal auch. Und dann können die aber den Besucherraum hier schon mal nutzen. Das ist schon mal nicht so verkehrt. Dürfte wieder ein bisschen Happiness reinbringen. Ansonsten bin ich jetzt gerade am Überlegen, was brauchen wir denn noch oder was können wir denn noch gebrauchen? Was haben wir denn noch an Aufträgen? Zuschüsse. Die sagen, Zellenblock A, wir sollen Zellen bauen. Heftlangskapazität auf 15 erhöhen. Machen wir gerne. Gefängniswartung, was ist das? Bürokratiewartung, das hört sich doch auch gut an. Ist ja die Hälfte schon fertig. Besuchsrechte, Besucherraum, 3 Besucher, Gemeinschaftsraum, Billardtisch, 2 Fernseher, das ist, naja, das ist gerade schlecht. Die 2 Sachen, die sollen erstmal reichen. Da haben wir genug zu tun. So, stellen Sie einen Gärtner ein, haben wir den einen Auftrag schon erledigt. Personal, Gärtner, Geld. So, und dann brauchen wir 15 Zellen, die wollen wir ja hier oben bauen. Und da bin ich eigentlich ziemlich zuversichtlich, dass das hier 15 Zellen geben. Da brauchen wir allerdings vorher noch hier die Dusche, den Bewährungsraum und Co. Und, ja, mir qualmt der Schädel. Ich denke die ganze Zeit, ich habe irgendwas, habe ich garantiert noch vergessen. Irgendwas liegt hier noch im Argen, ich weiß nur gerade nicht was. Das ist Mist. Das nervt. Was wir auch noch machen können, einfach nur, dass wir es mal gemacht haben, hier eine Tür einbauen. Und ansonsten läuft es doch eigentlich bis jetzt ganz gut. Bin nur noch so ein bisschen am Kribbeln. Der hat eine lange Leitung, der Kollege hier. Ja,
Ja, es macht keiner hier die Tür auf, weil keiner in der Nähe ist, der frei ist. Das ist schlimm. Da müssen wir halt die Tür aufmachen. So, einpacken tut er, aber mitnehmen tut er nicht. Finde ich auch super. Vielleicht kommt ja noch einer, der das macht. Ja, jetzt stehen ja ziemlich viele Leute irgendwie rum. An geschlossenen Türen. Das ist meistens nicht so toll. Wir haben mal wieder eine Skizze gefunden. Das ist auch schön. Ja, ja, ist ja gut. Ich will gar kein Menü. Ich will eigentlich weiter zocken. Es ist gerade grübelig bei mir. Brauchen wir denn Metalldetektoren? Brauche ich denn überhaupt einen Metalldetektor an der Stelle, wo... Ja, würde schon sagen, oder? Ja. Ja, definitiv brauche ich da Metalldetektoren. Puh. Es geht mir auf den Zeiger. Gefängnistür oder normale Tür? Ich würde sagen, wir machen da eine normale Tür. Dann machen wir daraus einen Bewährungsraum. Fehlgeschlagen, weil Mindestgröße 5x5. Ist das scheiße oder was? Gut, dann können wir das schon mal nicht benutzen. 1, 2, 3, das können wir auch nicht benutzen. Ich weiß nicht. Ich tue mir gerade schwer, was wir machen beim Bewährungsraum. Wir fangen mal sachte hier an. Ich meine, irgendwo müssen wir ja mal irgendwie anfangen. Ich baue erstmal nur die Mauern. Nur das immer stehen. So. 5 mal 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kriege ich hin. Machen wir hier doch Bewährungsräume rein, hm? Wäre doch was. 1, 2, 3, 4, 5. Ne, machen wir einen da rein. Einen großen Bewährungsraum. Ist doch auch nicht verkehrt. So. Wir sind weiter am Ausbauen. Übrigens, die letzte Folge, die war wirklich so, dass ich eine übersprungen hatte, unbewusst. Also ich hatte eine Folge aufgenommen, die war ein bisschen schräg.
Also da hat alles nicht so gepasst. Und weil dort alles nicht so gepasst hat, habe ich gesagt, komm, die mache ich nochmal neu und habe dann den falschen Spielstand geladen, habe einfach weiter aufgenommen und das war ein Fehler. Und dann hat eine Folge gefehlt. So ein paar Räume habt ihr gar nicht mitgekriegt, wie ich die gebaut habe. Ich hoffe, das war jetzt nicht so schlimm. Wir müssen ja hier noch genügend Sachen ausbauen. Und wirklich viel Sinnvolles habe ich da drin auch nicht erzählt. Auch einer der Gründe, warum ich gesagt habe, ich mache es nochmal neu. Ja. So, kann ich da irgendwie die Tür da auswählen? Genau. Die hätte ich gern entriegelt. Genau wie die hier. Und genau wie die hier. Und genau wie die hier. Die ist noch nicht eingebaut, okay. I understand. So, die tue ich alle mal entriegeln, damit hier die Leutchen durch können. So, und jetzt die ersten kommen schon in den Besucherraum. Es datschen die alle durch den Besucherraum, ich kriege die Krise. Wieso laufen die Bauarbeiter jetzt durch den Besucherraum? Es ist so schwer, gut das Personal zu finden. So, und da dürfen jetzt die ersten Ladies aus unserem Frauenknast mal zu den Besuchern. Ich habe da nicht so viel Sorge, weil das sind ja die grauen Gefangenen, die normalen, die harmlosen. Die brauchen ja ewig, bis du die mal so gereizt kriegst, dass die durchdrehen und dir deine Bude zu Brei hauen. Die meisten von denen werden ja auch innerhalb von kürzester Zeit wieder entlassen. Deshalb kriegst du dann schnell ein paar Entlassungen zusammen und dann passt das alles. Kam ja auch wieder ein neuer Häftling, so wie es ausschaut. Und das haben wir alles den grauen Mäuschen hier zu verdanken. Sagen wir es mal so. Gut, ich bin gerade am Überlegen, bevor ich hier noch irgendwelchen Blödsinn baue und Mist erzähle. Beim nächsten Mal machen wir das hier fertig. Und bis zum nächsten Mal wünsche ich euch noch viel Spaß auf YouTube, noch viel Spaß mit meinen anderen Videos. Ich bin erstmal raus, sag danke fürs Zuschauen, noch viel Spaß auf YouTube, noch viel Spaß mit meinen anderen Videos, macht's gut, bye bye.